Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Geißelberg. Heute am Donnerstagmorgen einen wunderschönen. Ja, ihr seht, es ist ein neuer Tag. Ich habe vorgespult eine ganze Nacht. Dann haben wir auch wieder schön Tageslicht. Und ich habe auch schon die zwei Fans zum Händler gefahren. Die kommen nämlich jetzt weg. Die Kommentare, ich habe schon gelesen. Ich habe es mir schon so gedacht. Die Leute, die natürlich die Fans mögen, ist natürlich auch schwierig. Aber es gibt hinter Kaifig wird auch demnächst mal wieder starten, wenn ich mal wieder irgendwann die Zeit finde, um die wieder herzurichten. Und da haben wir ja auch Fans, also dürfte es nicht ganz so schwer sein. So, den Frontlader lassen wir aber da, den konfigurieren wir dann um. Zack. Er hat noch nicht viele Betriebsstunden drauf, gerade mal 3,1. Reparieren wir nochmal. Und dann kommt das gute Stück weg. So, dann haben wir einen Preis von 214.000 Euro auf unserem Konto. Und wir haben gesagt, wir holen uns den Schlüter als Ersatz für den Fendt. Da ist er. Wir haben natürlich auch noch jede Menge andere Traktoren hier drin. So, Rundumleuchte geben wir ihm. Gewicht, würde ich sagen, geben wir ihm auch, ja. GPS braucht er nicht. Wir geben ihm noch mal ein bisschen PS. 150. Felgenfarbe passt so. Reifenvariante. Ich glaube, der braucht keine Breitreifen. Nee, da rein die Standard. Und den Frontladeranbau. Und dann haben wir tatsächlich auch schon fertig. Den kaufen wir uns jetzt. Für schöne 49.500 und ein paar zerquetschte. 150 PS, 40 km/h. Fahrtgeschwindigkeit. Und da ist er. Hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch. Simple als I, ja, hat er. Oder nee, nicht simple als I, aber er hat halt eben diese Funktionen wie der Johnny. Okay, wir können schon mal die Scheibe aufmachen, die Tür können wir aufmachen, die Tür können wir auch aufmachen. Frontscheibe können wir auch ein bisschen öffnen. Und dann was? Das glaube ich schon technisch, was er kann, oder? Okay, das ist. Ich kann es mit der Leertaste IC aktivieren. Aber das geht auch so, weil ich Simple IC drin habe. Okay. Was haben wir noch? Ne, okay, so haben wir nichts mehr. Dann starten wir den guten Mal. Täusche ich mich, oder? Der Startsound ist doch der genau gleiche wie beim Johnny, den wo wir haben. Okay, aber der Fahrtsound ist anders da. Der gefällt mir schon mal, schön kernig. Was ist denn jetzt die Heckscheibe wieder zu? So. Jetzt hat er aber. Ja. Also den Sound finde ich schon mal gar nicht schlecht. Oh, wir drücken hier den Frontlader ein bisschen. Das ist natürlich nicht gut. So, Türe. Ich weiß nicht, wieso, aber da geht hinten irgendwie die Scheibe auf. Aber okay, oder zu. So, zack, das Ding ist dran. Okay, das ist ein bisschen. Naja. So. Was ist momentan ein bisschen okay? Naja, egal. Nee. Ja, die konfigurieren wir und zwar machen wir die in Stollfarben. Ja. Passt. Ups, das war nicht so geplant. So. Zack. Da ist er von unserer Seite. Können wir auch mal kurz reparieren. Und Konfiguration. Ja, Stollen, Standardfarbe oder was gibt's noch? Restauriert. Nee, so machen wir ihn. Konfigurieren. Zack. Ja, aber dann sieht das Ganze auch schon gleich wieder ein bisschen besser aus. So, das kommt dran. Gabel kommt auch ran. Perfekt. Und was wir jetzt noch? Wir haben genauso viel Geld wie fast vorher.
Was wir noch machen werden, und zwar, momentan haben wir ein bisschen wenig Anhänger, und zwar, ich habe mir da schon einen schönen gefunden. Er ist ein bisschen größer, glaube ich, als wie die anderen. Natürlich auch Drehschemel, und zwar ist er vom Oldtimer Pack oder DLC. Wenn ich ihn finde, wie ist er denn? Hallo? Hallo, da ist er. Natürlich von Lizard. Ja, da machen wir aber natürlich die, ja, Michelin-Breitreifen drauf. Das sieht gut aus. Designfarbe können wir so lassen. Hauptfarbe will tatsächlich zu einem, ja, da gibt es nur so ein Olivgrün. Felgenfarbe, ne, das sieht nicht schön aus. Würde ich tatsächlich so lassen. Würde ich tatsächlich kaufen für 30.000 Liter Füllvermögen. Und damit haben wir einen dritten größeren Anhänger. Weil ab und zu sind uns ja ein bisschen die Anhänger ausgegangen. Und das ist nun nicht mehr der Fall. So. Kabel sind dran. Ja, sieht ganz schön aus. Schnieke hier. Plane haben wir natürlich auch. Perfekt. Und das ist ein ganz schönes Gespann eigentlich, muss man sagen. Gefällt mir. So, ich muss mal gucken, ob das vielleicht so besser funktioniert. Okay, das kann man damit irgendwie nicht zumachen. Ah doch, jetzt hat. Aber das ist immer noch irgendwie, naja. Funktioniert nicht ganz so, wie es sollte, aber okay. Naja. So. Das Schild wird es nie überleben, weil ganz einfach das halt mitten im Weg steht, wenn man aus dem. Wenn man aus dem Händler rausfahren will, dann steht das halt mitten im Weg, ne? Und wenn man Anhänger dran hat, dann kann es schon gerne mal mitgenommen werden. Ist jetzt wirklich 40 km/h? Ich komme irgendwie ein bisschen schneller vor. Aber kann mir auch nur so vorkommen. Naja. Wir düsen jetzt erstmal zum Hof. Und dann wird es tatsächlich weitergehen mit der Feldbearbeitung oder Feldbestellung. Da, wo wir letztens aufgehört haben. Wir werden jetzt gleich mal hier links abbiegen und auf unsere Felder gucken, ob da schon Unkraut gewachsen ist. Aber ich denke mal schon, oder? Nee, ist tatsächlich noch gar nicht. Okay. Manchmal wächst auch Unkraut ohne, dass man was angesät hat. Aber hier ist tatsächlich noch nichts gewachsen. Gucken wir mal hier vor. Nee, ja auch nicht. Wir haben ja nichts zu beklagen. Wenn wir nicht spritzen und nichts. Einfach können wir einfach schön drüber gruppern und wir haben ja eine Kreiselegge mit Säkombi. Da läuft es ja in einem Zuge. Und wenn wir wirklich nicht hinterherkommen sollten, wäre ich mir vielleicht noch eine, was ich zwar nicht glaube, aber dann müssen wir uns halt noch eine dritte Sämaschine entweder mieten oder kaufen. Aber mit unseren dreien, denke ich mal, kommen wir auf jeden, mit unseren zweien, kommt man auf jeden Fall klar. Also wenn ich eine fahre und der andere fährt die Helfer oder fährt der Helfer. Zwei Helfer dürfen wir ja beschäftigen. Also insgesamt drei Fahrzeuge, die fahren. Dann geht es, glaube ich, ganz gut klar. Die Abrechnung vom Pfand dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die werde ich demnächst auch nochmal machen. Bin mal gespannt, ob wir alles schaffen, weil ich hatte ja eigentlich vor, alle Felder zu bestellen und die Wiesen abzumähen. Mal gucken, ob das alles klappt, so wie ich mir das
gedacht habe. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, weil ich habe noch keine Ahnung, wo wir denn den Anhänger reinstellen. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo wir ihn reinstellen. Da passt er, glaube ich, ganz gut dazu. Tiere wird hier natürlich auch ein Thema sein, weil wir haben hier das mit der Kurve. Ja, da kommen wir nicht rum, ne? Hätte ich mir denken können. Das hat nicht geklappt. Oder? Oh. Oh, aber ganz knapp. Aber ganz knapp sind wir da rumgekommen. Oh, ganz enge Basis. So. Und zwar dachte ich mir, stellen wir den hier mit rein. Weil wir haben hier noch einen Platz frei. Und da passt er, glaube ich, ganz gut hinein. Ja. Den werden wir dann hauptsächlich zum Transport von Gütern verwenden. Also wenn wir was zum Wegfahren haben mit dem JCB. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombo. Alles hat jetzt funktioniert, okay. Wir müssen natürlich hier schon mal das Tor öffnen. So, und dann gucken wir mal, ob wir den da reinkriegen, ohne dass wir irgendwo anecken. Bin natürlich hier auch suboptimal hingefahren. Nee, das machen wir nicht so, da fahren wir nochmal neu hin. Wenn, dann soll das schon schön aussehen, ne? Nicht an den Baum ran. So. Gucken, ob wir hier natürlich nicht zu schnell sind. So. Jetzt leid, wenn ich jetzt gar nicht so viel rede, aber ich muss mich hier konzentrieren, damit wir den hier schön reinschieben. So reicht's auch schon. Dann muss er eigentlich im Prinzip nur drin stehen. Ob die Deichsel jetzt nicht gern ein bisschen schief ist, ist ja nicht so schlimm. So, zack. Ja, perfekt, dann steht er hier schön. So, und den Schlitter werden wir natürlich hier unten in die Garage parken. So, den parken wir hier erstmal. So. Dann gucken wir mal ganz kurz auf unseren Computer, Laptop, wie auch immer. So. Okay, ist natürlich alles abgeerntet. Passt. So, dann überlegen wir mal, was wollen wir denn anziehen? Dann mal ein bisschen auch auf Preis gucken, was den ganz gut bringt. Sojabohnen bringt ganz gut. Wir müssen natürlich auch gucken, dass was wir ernten können. Sojabohnen und Raps würde ich jetzt im ersten Moment mal sagen. Wir können natürlich hier auch, ich weiß gar nicht, Tritikale gibt es hier glaube ich noch. Und Roggen. Ne, Roggen gibt es standardmäßig, oder? Ich weiß jetzt hier doch Roggen. Roggen und Tritikale gibt es hier neu. Die gibt eigentlich auch ganz gut. Also Tritikale ist es glaube ich, gibt ganz gut Geld. Oder? Nee, es ist Roggen. Ja, das ist Roggen. Der gibt auch ganz gut Geld. Ja, ich habe mir jetzt auf diese drei Dinge geeinigt. Sojabohnen, Raps und Roggen. Dann machen wir das auch. Wir werden den Deutz, den Johnny und den Schlüter, denke ich. Ja, den Johnny und die Deutsch und den Schlüter werden wir zum Ansehen benutzen.
habe aber noch tatsächlich noch gar nicht geguckt, ob denn irgendwas gepflügt werden muss. Nee. Nee, braucht nichts. Alle 20. Doch, die 5, nee, die 45 braucht immer pflügen, steht da dran. Oder wobei. Okay, die 45 bräuchte pflügen. Ich müsste mal gucken. Ja. Gucken. Ja, wir könnten sie pflügen. Ja, okay, dann pflügen wir die. Und dann sehen wir mit dem Johnny und dem Schlüter an. Ja, stimmt, weil wir haben eh nur drei Traktoren, zwei Sämaschinen. So. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, wie wir dran stehen. Zack, ran das Ding. Und hoch. So, perfekt. Machen wir mal die Tür hier zu. Fahren wir auch mal wieder unseren schönen Deutz Agro-Star hier. Soll ich hier aufpassen mit dem Flug? Ja, wir fahren jetzt hier oben raus. Nicht zu schnell, weil der Flug wiegt natürlich was. So. Pflügen wird dann der Helfer. Und ansehen werden wir dann mit dem Schlüter und dem Johnny. So, ich müsste, also, was ich auf jeden Fall machen muss, ein paar Vorgewende fahren zuerst. Ich hoffe mal, dann klappt das einigermaßen. Ah, warte mal, wir müssen vor dem Flug drehen, so geht das nicht. So geht das nicht hier. So, ich hoffe mal, das schafft der Deutz. Ja. Ja, okay, schafft easy. Sogar ohne Allrad, aber ich werde es ihm trotzdem mal geben, Allrad. Lass ihn ein bisschen was stehen, ein bisschen weiter rüber. So. Ja, so sieht das Ganze gut aus. So, dann heben wir das Ganze an. Drehen hier. Wir müssen dann natürlich noch ein bisschen Vorgewende nachbearbeiten dann. Im Moment muss es ja noch nicht so sauber sein. So sieht das, glaube ich, schon ganz gut aus. Ich glaube, das dürfte dem Helfer auch schon reichen. Wir machen dann einfach mal den Testversuch. Das Vorgewende und die Nacharbeit kann ich dann immer noch machen. Wenn ich Zeit habe, das ist nicht das Problem. Aber das Wichtige ist, dass es angesehen wird. So, wir setzen ihn jetzt einfach hier mal an. Ich werde ihn aber tatsächlich. Ja, ich werde ihn mal ein bisschen hier so. Mal gucken, ob er den Acker abfährt oder ob er gerade fährt. Ne, okay, er fährt so, wie der Acker verläuft. Okay, gut, dann wünsche ich dir gutes Gelingen. Wir, war mich nicht. Wir laufen zurück und schnallen dem Johnny gleich mal die Sämaschine ran. Oh, da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, ob der Schlüter die Sämaschine packt mit seinen 150 PS. Aber dürfte normalerweise schon, oder? Doch, normalerweise schon. Jetzt mir aber ganz gut. Ja. So, ab hier. So, zack. Da ist er, Johnny. Zack. Frontlader lassen wir natürlich hier stehen. Weil den brauchen wir oben nicht. Oder brauchen wir nicht. Ein Gewicht werde ich ihm auf jeden Fall geben. Haben wir auch noch irgendwo welche rumstehen. Zack. Ja, perfekt. Oh,
Okay, ich weiß nicht wieso die Motorload-Anzeige gerade oder das Ding gerade ein bisschen rumbackt. Aber die zittert gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, an was es liegt. Okay, wir haben den Lua-Fehler. Ich weiß jetzt gar nicht, an was der liegt. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Lua-Fehler drin. Nicht so, muss ich mir dann genau angucken, was das ist. Das darf, glaube ich, so wie es aussieht, auf jeden Fall was mit der mit Rea-Mod zu tun. Weißt du, wie das leckt? Jetzt für die anderen Traktoren auch so. Ja, jetzt ballen sie, okay. Warte, wir hauen mal ganz kurz den Helfer raus. Ah! Ups, das ist was. Der hat hier Probleme gemacht. Was, Junge, was hast du gemacht? Nee, du brauchst nicht den Wald pflügen. Was hat er gemacht? Du bist ja komplett von deiner Bahn abgekommen. Und dann warte mal, wo ist er? Ach, er ist hier hinten. Okay, ich glaube, wir müssen ihm da hier auch noch ein Vorgewende machen. Ja, er ist da mitten durchgerusht. Und das hat dann natürlich auch den Lua-Fehler ausgelöst. Bis jetzt hat er das doch immer gecheckt, dass da Ende im Gelände ist. Aber anscheinend doch nicht. Ja, fahren wir hier halt zweimal rauf und runter. Und dürfte es aber, glaube ich, schon verstanden haben, dass hier Ende ist. Und dass er da nicht weiter pflügen braucht. Hallo, nicht. Nehmen wir mal ganz kurz den guten. So, jetzt hat aber. Ja, wir haben heute tatsächlich gar nicht so viel geschafft, wie ich gedacht habe. Ich dachte, wir können heute schon anfangen mit dem Ansehen, aber nee. Hat doch etwas länger gedauert, das Ganze, wie ich gedacht habe. Naja, dann machen wir halt eben morgen weiter mit dem, oder beginnen mit dem Ansehen, denn für heute sind wir auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ja, morgen sehen wir dann wieder, dass der Helfer hoffentlich besser macht und nicht wieder überall drüber fährt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag euch allen und bis morgen. Und ciao, ciao.